Herzlich willkommen heute zum Impuls in dieser zweiten und dritten Adventswoche auf den dritten Adventssonntag hin. Das Fest Maria Empfängnis. Lauter verschiedene Anlässe, die uns einladen, uns bereit zu machen. Mit den Kindern haben wir diese Woche in unserer Orate diesen Stall gezimmert. Jesus braucht ein Dach und doch ist der Stall leer und die Krippe leer. Verschiedene Zeichen für den Advent uns bereit zu machen. Im Evangelium zum Maria-Empfängnis von der Begegnung Marias mit dem Engel lesen wir. Der Engel kam zu Maria und sagte: Sei gegrüßt, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was das zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und am Schluss sagt Maria: Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Das Ich bin bereit schlägt die Brücke zum leeren Stall. Zu dem, wie wir uns in diesen Wochen fragen lassen, sind wir bereit? Wenn ich bereit bin für was immer kommen mag, dann brauche ich zuerst eine leere Agenda. Luft zwischen den Terminen. Zeit, mich überraschen zu lassen. Zeit hinzuspüren und zu schauen, was will in dieser Leere werden? Wenn etwas bereitet ist, dann ist zwar der Rahmen klar, das Dach und die Wand, aber was drinnen ist, ist noch leer und wartet. Worauf warte ich? Wie warte ich? Ja, wie bringt mich diese Leerheit dazu, noch leerer zu werden? Was kann ich noch alles loslassen, um bereit zu sein? Heute habe ich den Kindern erzählt, dass ein volles Kinderzimmer ja nicht noch zusätzliche Geschenke braucht. Also muss es zuerst etwas leer werden oder zumindest aufgeräumt sein, damit jederzeit der Besuch kommen kann. Aufgeräumt sein, auch eine Haltung des Advents. Johannes Tauler sagt, Gott kann nur da eintreten, wo es leer ist. Und er führt weiter aus und Gott wird überall dort eintreten, wo es leer ist. Das ist die Heilsgewissheit von Johannes Tauler, dem deutschen Mystiker des 13. und 14. Jahrhunderts. Überall, wo es leer ist, kann Gott eintreten. Insofern ist der leere Stall uns in diesem Advent ein Wegweiser. Wir haben ihn schon aufgestellt. Wir haben etwas Stroh hineingelegt heute Morgen mit dem Wunsch nach Wärme für das Christkind, aber wohl auch für uns. Ich wünsche Ihnen zu diesem dritten Adventssonntag, dass die Leere uns einlädt, und dass wir trotzdem genügend Wärme spüren, um uns nicht zu verschließen, sondern in der Leere weiter loszulassen, auszuharren,
zu warten auf Christus. Einen schönen dritten Advent.